Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Datentyp Boolean. Der Boolean-Datentyp hat zwei Werte. Ist einmal der True- und der False-Wert. Und der wird immer meistens dafür genutzt, um Nodes eine bestimmte Bahnrichtung zu geben. Und in Verbindung zum Beispiel mit If-Verzweigungen. Das schauen wir uns mal in der Praxis an. Hier ist ein Third-Person-Template. Dazu gehen wir wieder in Open-Level-Blueprint hier. Open Level, genau. Gut, also wir brauchen erstmal eine Boolean-Variable. Datentyp Boolean, da können wir schreiben, je nach Belieben, was man möchte. Status, ja, das ist eigentlich egal. Und damit wir auch den Inhalt, den Default-Wert, also den Statuswert ändern können, müssen wir hier auf Compile drücken. Und sobald wir auf Compile drücken, erscheint hier ein Kästchen mit False. Also das ist der False-Wert, der False-Zustand. Und wenn wir hier ein Häkchen setzen, ist es ein True-Wert. Das zeichnet, wie diese Variable im Default-Zustand, was für einen Wert der beinhalten soll. Also wir machen den erstmal als False, als O-Zustand. Jetzt machen wir einen Begin Play. Ja, sobald das Spiel startet, soll die Aktion ausgeführt werden. Was soll ausgeführt werden? Wie immer Print String für den Anfang. Print String. Jetzt wollen wir den Boolean-Wert auslesen. Ja, wir haben jetzt zwei Sachen, die wir auswählen können bei Variablen, wenn wir reinziehen. Einmal ein Get-Wert oder ein Set. Get ist immer, man liest die Variable aus, und Set ist, man setzt den Wert der Variable. Wir nehmen erstmal den Get-Node und verbinden den Ausgang mit dem InString. Und da wird ein Convert-Node, das wird zu einem String umgewandelt. Und dann haben wir hier. Und jetzt müsste was erscheinen? Der Status, der Default-Wert von diesem Status ist ja False, wie hier. Also müsste auch oben links False stehen. Gehen wir nochmal auf Compile und dann auf Play. Jetzt erstmal aus. Und dann gehen wir hier auf New Editor Window und genau, False hier. Ja. Nochmal, damit wir es auch ein bisschen länger sehen. Statt 3, 4 Sekunden, Compile, New Editor, genau, und Play, False. Ja. Das ist der Zustand. So, jetzt können wir aber noch was anderes machen. Wir können auch den Zustand dieser Datentype auch ändern, verändern. Das ist auch sehr wichtig, um den Zustand von irgendwelchen Ereignissen zu ändern. Zum Beispiel ist die Tür offen. Ja? Wenn die Tür zu ist, dann machen wir eine Aktion und setzen aber den Wert danach was als offen, ja? Damit wir im weiteren Verlauf auch andere Zustände bearbeiten können. Wie dem auch sei, wir verändern jetzt quasi. Wir hatten eben gerade das Get-Node, jetzt benutzen wir den Set-Node. Das heißt, wie der Name auch schon sagt, wir setten diese Variable. Das war hier false, also wir können es umswitchen auf true. Ja? Jetzt nach dieser Aktion ist die Variable true. Das heißt, setzen wir ein Print String und compilen und gehen auf Play. Hello false. Okay, gut. Der Datentyp Ausgang dieses Wertes muss ja hier zu Hello im Eingang von diesem Print String. Also verbinden wir den Ausgang mit dem Eingang vom Print String. Ja, gehen auf Compile. Und jetzt müsste einmal False, also das Spiel beginnt. Es wird der Ursprungszustand angezeigt, False. Und dann kommt es hier rüber. Und dann wird es umgeswitcht auf True. Ja. Hier ist der U-Zustand, nicht zu verwechseln mit dem. Hier wird es gesettet und dann wird hier nochmal True angezeigt. Also erstmal False und dann True. Genau. True, False, weil das wird ja als erstes gerendert und dann wird True ausgegeben. Genau. Damit es ersichtlicher ist, können wir einen Delay-Node einsetzen. Delay ist nichts anderes als ein Zeitversatz, weil wenn wir das Spiel starten, wird diese Rechenoperation so schnell durchgeführt, dass wir keinen Zeitversatz sehen. Aber wir können das ja so machen. Wir können zum Beispiel zwischen diesen beiden Nodes einen Zeitversatz. Dann ziehen wir hier was raus und schreiben hier Delay ein. Ja? Da unten ist es schon, Delay. Das ist ein Zeitnode quasi, ein Timer.
wie der Name auch schon sagt, sagen wir ein Delay von 3 Sekunden, ja? Und dann gehen wir auf Compile, gehen auf Play und jetzt kommt False, nach 3 Sekunden True. Genau. Also, jede Variable, das ist jetzt beispielhaft eine Boolean-Variable, können wir Get und Set Note. Also wir können es setzen, wie zum Beispiel beim Float. Wir können auch mal einen Float probieren und sagen hier Wert irgendwas und dann ja, Float und dann tun wir erstmal Get, setzen den hier rein, können den hier mal rauslöschen und dann machen wir Folgendes, wir löschen das hier raus und setten das, ja, Set. Ja. So, genau, Delay, so. Also als Default-Wert sagen wir mal, wir müssen erstmal compilen, damit wir hier auch was eingehen können. 12,5, ja, 12,4, ja. Also Ursprungswert und dann können wir auf einen ganz anderen Wert, ja, 2,345, ja. Und dieser Wert, das ist sehr wichtig, muss Print Screen. So, also am Anfang steht hier 12,4. Und dann 2,345, ja. So könnt ihr es mit allen Variablen machen. Ja, das ist sehr wichtig, auch später, wenn ihr auch gewohnt seid, auch die ganzen Werte auch zu setzen oder auch auszulesen. So, das war's von mir für heute. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Ich bin ja auch ziemlich am Anfang. Wenn ihr Verbesserungswünsche habt, gerne. Und ich danke nochmal. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.